wenn's gut werden muss. Heute mit dem Fahrradträger Atlas 3 von Hapro. Sie nehmen gerne Ihre Räder mit in den Urlaub? Der Fahrradträger Atlas 3 von Hapro bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 3 Räder und eine Zuladung von maximal 55 Kilo an der Anhängerkupplung Ihres Wagens mitzunehmen. Der Träger lässt sich einfach zusammengeklappt im Kofferraum verstauen und entnehmen. Setzen Sie den Atlas 3 auf die Anhängerkupplung auf, korrigieren eventuell per Feinstellring den Sitz und arretieren den Träger mit dem Bügel. Jetzt den Träger mit dem Schloss an der Kupplung sichern. Klappen Sie jetzt die beiden Leuchten aus. Sie sind jeweils mit Rückfahr- und Nebelleuchte ausgestattet. Bevor Sie die zweite Leuchte ausklappen, führen Sie seitlich das Nummernschild in die Schnellbefestigung ein. Zur Stromversorgung verbinden Sie den 13-poligen Stecker mit dem Anschluss am Heck des Wagens. Stellen Sie nun das erste Rad auf den Träger und klappen die Rahmenhalterung nach oben. Diese sind zum Schonen des Rahmens gepolstert. Fixieren Sie nun den Rahmen mittels der Schraube und die Reifen mit den Schnellspanngurten. Um sich den verschiedenen Radgrößen anzupassen, ist die Reifenhalterung stufenlos verstellbar. Setzen Sie jetzt das zweite Rad in die andere Richtung zeigend auf und befestigen es wieder mit der entsprechenden Schraube an der Rahmenhalterung und mit den Schnellspanngurten. Heben Sie das dritte Rad auf den Träger und stellen Sie es wieder mittels Schraube und Spanngurten fest. Mit dem Schloss nun gegen Diebstahl sichern. Falls noch nachträglich Gepäck im Kofferraum verstaut werden muss, klappen Sie einfach den Träger nach unten, indem der Bügel gelöst wird. Das Gepäck verstauen und den Träger nach oben kippen, bis er selbst verriegelt. Nun kann die Tour mit dem Fahrradgepäckträger Atlas 3 von Hapro beginnen. Viel Spaß dabei! Weitere Infos zum Produkt finden Sie auf www.bauhaus.info oder in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum ganz in Ihrer Nähe. Bauhaus, wenn's gut werden muss.